0 € Trades jetzt auch in Österreich möglich, und zwar nicht über Trade Republic, sondern über Smart Broker. Das und mehr über Smart Broker in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner vom broker-test.at und heute geht es um die 0 € Ordergebühr beim Smart Broker, die er mit 15. Mai 2020 eingeführt hat. Zwar, was versteckt sich dahinter? Und zwar versteckt sich dahinter der Smart Broker, der ja eine Online-Marke ist oder eine Marke, eine Brokermarke ist von der Wall Street Online, und dahinter das rechtliche Konstrukt der ehemaligen DAB Bank. Die DAB gehört zur BNP Paribas und ist eigentlich nur eine B2B-Kundenbank. Und der Smart Broker mit der Wall Street Online, zum Beispiel Wall Street Online gehört zu diesem Konzern dazu oder zu diesem Medienportal dazu, hat ganz einfach gesagt, wir haben so eine Medienmacht. Wir pushen da jetzt einfach einen eigenen Broker hinein. Vorher haben sie einfach nur beworben, andere Brokerprodukte, wie zum Beispiel auch von der Hello Bank oder Comdirect oder FFB. Und jetzt sagen sie, naja, wir können das eigentlich auch unter unserer Marke machen, und haben sich ganz einfach mit der DAB BNP Paribas auf ein Backerl gehaut und machen jetzt seit einem halben Jahr Brokerage. Und jetzt gibt es eine Neuerung, und zwar sagt der Smart Broker, liebe Kunden, wenn ihr über den elektronischen Handelsplatz GetEx kauft und mehr als 500 € in diese Order reinschießt, dann kostet euch die Order 0 € Ordergebühr. Und der Smart Broker hat dann auch noch eine weitere Neuerung gemacht. Wenn du über den Handelsplatz LSX, der Lang- und Schwarz-Exchange, handelst und ebenfalls eine Order mit einem Gegenwert von 500 € aufwärts hast, dann bezahlst du nur die Fremdkostenpauschale in der Höhe von 1 €. Und das ist eben dementsprechend eine Neuerung, die es in sich hat. Denn eigentlich haben wir Österreicher da alles darauf gewartet oder daran gesetzt, dass endlich Trade Republic in Österreich anfängt. Im Jänner haben sie mit der Warteliste begonnen. Gerüchten zufolge hätten sie eigentlich im Februar starten sollen, und es ist jetzt fast schon Ende Mai und es ist noch immer nichts passiert. Ja, auf jeden Fall, Trade Republic wird irgendwann sicherlich in Österreich starten. Auch nicht steuereinfacher Broker, genauso eben wie Smart Broker. Wo ist jetzt der Vorteil von Trade Republic? Dieser Vorteil ist dementsprechend jetzt verloren gegangen. Denn Smart Broker kann das genauso gut wie Trade Republic. Es ist sogar ein ordentlicher Broker im Sinne des Interfaces. Sie haben deutlich mehr Handelsplätze, wo man ordern kann. Das heißt, ich kann eben neben der GetEx, ich kann neben der LSX, ich kann neben der TradeGate auch tatsächlich an Börsen ordern. Ich kann an der Münchner Börse, ich kann an der Xetra ordern, ich kann in Hamburg ordern, in Berlin ordern. Also wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Handelsplätzen. Dort an den deutschen Handelsplätzen sind die Ordergebühren auch dementsprechend kostengünstig noch. 4 € eigene Kosten plus eben dann die fremden Spesen. Das heißt, ich kann dann bei einem Ordergegenwert von 1.000 € auf ca. 5 € oder nicht einmal 5 € an Gesamtkosten. Sie haben keine Dividendengebühren, sie haben keine Devisenprovision außer einer kleinen Marge, sie haben keine Depotgebühr, sie haben keine Gebühren fürs Verrechnungskonto. Sie haben einzig einen Nachteil bei den Negativzinsen, und zwar sagen sie, wenn das, was du am Verrechnungskonto hast, mehr als 15% ist vom Depotwert, dann bezahlst du eben bei uns Negativzinsen in der Höhe von minus 0,5%. Das heißt, hat man ein größeres Depot im Sinne von Buy and Hold, dann bezahlt man dort eben nichts. Es gäbe auch noch ETF-Sparpläne und so weiter, aber eben, hey Leute, nicht steuereinfach, der Smart Broker. Das heißt, du machst dort ein ordentliches Fass auf, wenn du eben sagst, du kaufst dort ETFs oder schließt tatsächlich einen ETF-Sparplan ab oder einen Fonds. Ihr wisst, ausschüttungsgleiche Erträge, ProfitWeb und so weiter, das ist wirklich eine zarte Geschichte. Deshalb würde ich davon absehen. Der Rest ist den bekommt man hin, wenn man eben die Steuererklärung selbst machen möchte. Der Smart Broker ist noch jung.
was kann denn der? Also von dem, was er kann, ist er wirklich gut. Und nachdem die DAP dahinter steckt, habe ich jetzt auch keine großartigen Schmerzen im Bereich des Bauches. Gleichzeitig, Wall Street Online ist jetzt nicht der große Experte in Sachen Brokerage. Die sind die Experten in Dinge in den Markt reinpushen. Die sind Experten in Vermarkten von Portalen. Die sind Experten im Verkauf, aber sie sind keine Brokerage-Experten. Sie sind keine Experten in Abrechnung und so weiter. Da haben sie sich wirklich einen ordentlichen Partner dahinter ausgesucht mit der DAP, DRB. Aber wo ich ein bisschen so, na, muss man sich wirklich ansehen, das, was sie eben eigentlich die Kernkompetenz im Sinne von Vermarkten und so weiter, wie funktioniert es dann eben, wenn sie jetzt tatsächlich einen Broker haben? Ja, das wird man sehen, wie eben die Rollenverteilung tatsächlich ist. Generell von den Gebühren absolut spannend, das Produkt, was die DAP anbietet. Natürlich nicht so hip und cool wie ein Trade Republic, aber von den Gebühren, von dem, was sie anbieten, eigentlich ein viel größeres Paket und dementsprechend eigentlich wirklich ein exzellentes Package, das, was der Broker anbietet. Die Nachteile vom Smart Broker sind sicherlich Negativzinsen unter bestimmten Bedingungen. Das ist definitiv ein Nachteil. Dann nicht steuereinfach und es wird teuer, wenn Aktien an anderen Handelsplätzen oder Börsen abseits des deutschen Marktes gekauft werden. Das heißt, möchte ich zum Beispiel an der Wiener Börse etwas kaufen oder möchte ich an der New York Stock Exchange etwas kaufen oder an der Nasdaq, dann wird es dementsprechend teuer. Und ich habe mir das angesehen. Und wenn du eben an der Wiener Börse zum Beispiel etwas kaufen möchtest und hast einen Order-Gegenwert in der Höhe von 1.000 Euro, dann würdest du dort eben rund 55 Euro für eine Order ausgeben. Nein, das geht nicht. Also man kann keine Manna-Aktie an der Wiener Börse kaufen, weil das Ganze eben dementsprechend teuer ist. Gleichzeitig eben an der New York Stock Exchange wird es auch nicht wirklich günstig, denn dort kostet eine Order über 1.000 Euro rund 25 Euro an Gebühren. Bei 10.000 Euro sind wir bei Gebühren in der Höhe von 45 Euro. Also ihr seht, es wird dementsprechend teuer, wenn ich eben einen Handelsplatz außerhalb vom deutschen Markt verwende. Ein definitiv No-Go, wenn es um den Smart Broker geht. Ansonsten wirklich keine großartigen negativen Geschichten. Es gibt natürlich keine hippe Smartphone-App, dafür eben ist aber die Oberfläche genauso, wie ich persönlich es liebe, aufgeräumt, ja eigentlich genauso wie bei der DAP es sein soll. Eben eine einfache Ordermaske, ein einfaches, übersichtliches Interface. Ja, so liebe ich es. Ich brauche jetzt keine Smartphone-Geschichte. Ich brauche eben das alles nicht. Was gibt es über die einzelnen Handelsplätze zu erzählen? GetEx bzw. LSX, was sind denn da die Vorteile bzw. Nachteile? Naja, also außerhalb der Börsenöffnungszeiten könnte es eben sein, dass es eben größere Spreads gibt. Das heißt, der Kurs zwischen Ankauf und Verkauf könnte eben dementsprechend eine Abweichung geben. Market Maker ist eben die Baderbank bei GetEx und dahinter verbirgt sich das elektronische Handelssystem oder ein elektronisches Handelssystem von der Münchner Börse. Also eigentlich alles Partner, die eben renommiert sind und man braucht jetzt sich da nichts Großartiges denken. Und schlussendlich innerhalb der Börsenöffnungszeiten der Xetra würde ich jetzt eben keine größeren Abweichungen sehen. Ich habe mir das heute angesehen für die Voestalpine-Aktie an GetEx versus eben Wiener Börse. Da hat GetEx eben in diesem Moment sogar einen besseren Kurs gehabt oder ein niedriges Brett gehabt als an der Wiener Börse. War aber jetzt nur ein Experiment, eine Probe, die ich gezogen habe. Nicht allgemein gültig meine Aussage, sondern nur für diese eine Stichprobe, die ich eben gezogen habe und habe mir gedacht, ja, zu diesem Preis würde ich eben dort kaufen, wenn ich mal eben überlegen müsste,
gut Ordergebühren an dieser Börse hätte ich dann, oder an der Wiener Börse hätte ich zum Beispiel bei 7 Euro versus Handelsplatz Kettex mit 0 Euro, ja, würde ich mir schon etwas ersparen. Ja, rund 20.000 Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds gibt es an der Kettex. Handelszeit ist Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, also durchaus gegeben. Und die Kettex gibt es natürlich auch an anderen, bei anderen Brokern, wie zum Beispiel der Dadat Bank, der DKB, Flattex oder auch der Comdirect. Also durchaus kein Nobody. Man findet sie eben, wie gesagt, auch zum Beispiel bei Flattex oder bei der Dadat. Die LSX ist in aller Munde, zum Beispiel die Easybank verwendet auch schon die LSX. Man findet die LSX aber auch zum Beispiel bei der Dadat Bank. Erwähnenswert, warum die Easybank? Weil die Easybank bei den neuen Bruckmodellen eben auch sagt, du lieber Kunde kannst beim Standardmodell bei der Easybank auch um 1 Euro Fremdkostenpauschale bis zu einem Ordergegenwert von 3.000 Euro bzw. ab 500 Euro dort auch eben um 1 Euro ordern. Nachteil ist eben bei der LSX, so wie ich es eben gelesen habe, dass eben nur Market Order bzw. Limit Order möglich sind. Bei Getex sind eben auch Market Order, Limit Order sowieso möglich, aber auch Stop Market Order, Stop Limit Order, Trailing Stops bzw. Round Candles Order. Also man hat da einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Hingegen sind die Öffnungszeiten von der LSX wieder größer. Wenn es der Broker anbietet, hätte die LSX von 7.30 Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend, als auch eben auch am Wochenende in kleinen Öffnungszeiten am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Aber da kann es eben dementsprechende größere Abweichungen zwischen Ankauf- und Verkaufskurs geben, eben beim Spread. Ja, ansonsten, wenn du eben unter 500 Euro orderst, kostet es bei der Kettex als auch eben bei der LSX weiterhin 4 Euro beim Smart Broker. Und ja, beim Handelsplatz TradeGate kostet es von Haus aus seit Start eben diese 4 Euro. Unterm Strich, der Smart Broker, den halte ich für jene, die eben sagen, ich möchte günstig ordern und ich scheue mich nicht davor, die Steuer selbst zu machen, weil es eben ein nicht steuereinfacher Broker ist, dann ist der Smart Broker definitiv eine Alternative. Dahinter verbirgt sich eben die deutsche DAP, die wiederum zur BNP Paribas gehört. Die wiederum hat eben die Consorsbank als auch die Hello Bank auch in ihrem Portfolio, also eine riesengroße französische Großbank mit der dementsprechenden Finanzkraft dahinter. Vielleicht eben auch so eine Bank, wo man sagen kann, too big to fail. Ja, wie sicher oder unsicher diese Bank ist, sei dahingestellt. Aber für mich persönlich deutlich lieber so eine Bank dahinter als eben ein Nobody. Mich freut es, dass eben die Wall Street Online gesagt hat, wir greifen hier auf einen arrivierten Partner zurück, wählen hier die DAP Bank als diesen Partner und nehmen auch die Einlagensicherung, die Anlegersicherung von dieser Bank in Anspruch und konstruieren uns da nichts Künstliches, weil diese Bank hat tatsächlich eine Ahnung von dem, wie es geht. Deshalb Daumen nach oben, dass sie das so gemacht haben. Günstige Ordergebühren ist das, wo wir davon profitieren können. Aber liebe Leute, aufpassen bei der Steuer, die müsst ihr eben hier selbst machen. Ja, an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast jetzt endlich auch einen 0-Euro-Broker mit einer riesengroßen Auswahl. Denn diese Spielzeugbroker wie eben Revolut Trading bzw. Bugzero und dem noch nicht vorhandenen Broker Trade Republic in Österreich, ja, auf die muss man noch immer warten. Und Smart Broker ist eine Alternative für dich und mich. Und ja, dementsprechend bald wird eben meine erste Order dort eingehen. Das Geld ist bereits dorthin überwiesen. Ich werde ihn bald ausprobieren. Bis bald und auf Wiedersehen hier am YouTube-Kanal von Brokertest oder auf meiner Website broker-test.at. Baba und ciao.